Ja, den Metzler Testtag gibt es mittlerweile im 5. Jahr. Wir haben uns damals entschieden, näher zum Endverbraucher zu gehen. Wir wollten unsere Produkte präsentieren, und zwar nicht nur anhand von Prospekten oder Anzeigen in Zeitschriften, sondern wir wollten direkt zum Endverbraucher, wir wollten auch zu unseren Händlern hingehen und wir wollen direkt im Gespräch auch mit den Kunden rausfinden, was halten die Kunden von unseren Reifen und entwickeln wir die Produkte in die richtige Richtung. Überwältigend. Die Leute hängen zwar alle ein bisschen im Seil, weil es sehr heiß ist heute, aber wir haben optimale Testbedingungen für die Strecke. Für den Z8 ist es fast ein bisschen schade, den hätten wir gerne natürlich bei kalten Temperaturen und bei Regen gezeigt, aber der Albin, der Chefinstruktor hier von Team Motobike, ist auf der nassen Kreisbahn gefahren und mit Knie am Boden, das muss man sich mal vorstellen, den Sport-Touring-Reifen. Also Quantensprünge gibt es alle 10 Jahre, sage ich immer. Ein Quantensprung, der ist ewig lang her, das war in den 80er Jahren, unser Mi 1.K. Das war ein ähnlicher Schritt, da ist man nach vorne gekommen in der Haftung, ohne an Laufleistung zu verlieren. Und das ist jetzt bei diesem Reifen wieder ganz genauso. Also den Chemikern gelingt viel, aber so große Schritte, die kommen nicht jedes Jahr. Merkt natürlich eine deutliche Veränderung bei den Leuten. Klar, die ersten Turns waren noch so ein bisschen verhalten, so ein bisschen steif und jetzt knallen die hier schon ganz gut ums Eck. Ja, die Leute haben sich alle ruckzuck nach ein paar Runden gesteigert und waren ja nicht alles erfahrene Leute hier, sondern auch unerfahrene. Und da hat man gesehen, von Runde zu Runde sind die schneller geworden. Wenn der Reifen so stabil fährt, so wenig Unruhe drin hat, dann fahren die ganz automatisch schneller. So ein guter Reifen, das ist wie mit guten Skiern, das macht sehr viel wett. Weil die meisten, die hier fahren, sind ja eigentlich ganz normale Motorradfahrer und nur wenige darunter sind wirkliche Sportfahrer. Und wenn die so flott um die Ecken fahren, dann kann man schon sagen, dass der Reifen da einiges wettgemacht hat.